Heute auf dem Corporate Learning Camp, nicht mehr in Köln, sondern in Frankfurt, wieder zum Thema Lernkultur, heute mit Professor Dr. Dehnbostel, Barcamp-Style Peter, ja. Und Professor Werner Sauter, auch Barcamp-Style Werner. Ja, genau. Und unser Thema bleibt heute Lernkultur, Unternehmenskultur im betrieblichen Kontext gedacht. Und ich würde gerne das Ganze einfach mal eröffnen mit der Frage an euch, was versteht ihr denn unter Lernkultur? Eine knappe Definition ist für mich, das ist die Kontextualisierung des Was, des Wie, des Wo und des Wozu des Lernens. Und diese Kontextualisierung sieht in unterschiedlichen Institutionen, in Regionen, gegenständlich, virtuell, logischerweise unterschiedlich aus, weil diese vier Indikatoren ganz unterschiedlich sind. Und nun komme ich eben zum Betrieb. Und wir haben im Betrieb nicht eine, auch nicht eine übergreifende Lernkultur, sondern wir haben dort immer nur spezifische Lernkulturen. Das heißt also, diese vier Prinzipien oder diese vier Indikatoren werden jeweils unterschiedlich beantwortet, und zwar zumeist implizit und nicht explizit. Ich hatte von dir auch mal den Verweis mitgenommen bei einer anderen Diskussion, es sei die Grundgesamtheit von Lernstilen und Lernarten in Anlehnung an Weinerts Definition, um es noch enger zu fassen. Das sind wir aber ja noch enger zu fassen. Wir kommen aber dann dazu, dass hinter dem Was bei einer Lernkultur beantwortet werden muss, was ist der Gegenstand des Lernens. Das ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt in der Arbeit eine Maschine repariere und dabei lerne oder ob ich an der Hochschule bin, von mir aus auch hier heute bei uns beim Barcamp, und dabei lerne. Das sind ja Welten dazwischen, alleine von dem Was. Wenn ich bei dem zweiten Punkt bin, bei dem Wie, dann bin ich bei den Methoden. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich eben jetzt klassisch frontal oder eben offen konstruktivistisch lerne. Ja, und da komme ich dann zu der Gesamtheit von Lernstilen, Lernorten etc. Ja, Unternehmen, vielleicht ist das auch so dein Stichwort, ein Stück weit Unternehmenskultur, Lernkultur. Ja. Wie siehst du denn die Lernkultur verortet? Also wenn ich das so aus Sicht unserer Projekte sehe, dann ist die Lernkultur für mich die Summe der Denk- und Handlungsweisen aller Beteiligten, von den Bildungsplanern über die Trainer und die Lerner selber natürlich. Wie gehen Sie an das Thema Lernen heran? Wie empfinden Sie Lernen? Welche Erwartungshaltung haben Sie? Und diese Summe ist für mich die Lernkultur, mit der wir uns natürlich intensiv auseinandersetzen müssen. Ich hatte für mich mal so einen kleinen Versuch gemacht, das zusammenzufassen in einem Satz und bin dann dabei gelandet zu sagen, Lernkultur könnte sein, die Art, wie wir Entscheidungen treffen, die sich auf das Lernen in einem spezifischen Kontext beziehen. Also wie entscheide ich, welche Methode wende ich an? Wie entscheide ich, was ist der Lerninhalt? Aber also ich bin deswegen da nicht so mit einverstanden, weil wir in den meisten Unternehmen, ein Großteil aller Unternehmen, diese bewusste Frage gar nicht stellen, sondern es geht darum, etwas an Dienstleistungen durchzuführen, etwas zu produzieren, und da stellt sich die Frage des Lernens gar nicht. Es stellt sich die Frage der Innovation, es stellt sich die Frage eventuell des Wissensmanagements. Für die meisten Beteiligten im Betrieb stellt sich ganz einfach die Frage der Durchführung über Arbeit, die immer problemlösender, immer partizipativer, immer sozialer in Bezug auf Gruppen, auf Gruppenarbeit etc. wird. Das sind die Fragen. Die Frage der Lernkultur stellt sich dabei implizit. Und es sind nur ein kleiner Teil von Unternehmen, die das im Rahmen ihrer Unternehmenskultur, ich verweise zum Beispiel auf das St. Galler Konzept, die dieses explizit machen. Bei den meisten verläuft das implizit. Und vielleicht noch eins dazu. Ich habe immer wieder den Fehler gesehen, und von mir aus der Chef von Coaching GmbH bei VW Meyer Dohm hat das ja offenbar gesagt, da sind jetzt die Lehrer gekommen, die also jetzt dieses Lernen und die Lernkultur durchsetzen wollten, bloß nicht mehr in unserem Betrieb, weil der Betrieb keine Lernveranstaltung ist, sondern das ist eine entsprechende fertigungs- oder dienstleistungsorientierte Unternehmung, die ganz klar ausgerichtet ist an privatwirtschaftlichen Zielen und Kapitalen. Und nun sind wir in einer Situation, wo bei dem, was Sie machen an Arbeiten, das Lernen immer stärker wird. Aber es ist nicht explizit, sondern größtenteils implizit.
Also ich hätte mit der Definition, dass es sich die Kultur auf die Entscheidungen bezieht, auch ein Problem, weil der größte Teil des Lernens im Betrieb wird ja jetzt nicht irgendwie entschieden, sondern findet informell im sozialen Kontakt mit anderen statt. Und die Entscheidungen, die im Betrieb zum Thema Lernen getroffen werden, auf oberer Ebene, die werden auf den kleinen Teil, manche sagen, das sind 10% des formellen Lernens hier bezogen. Aber wenn wir über betriebliches Lernen sprechen, dann müssen wir natürlich die gesamten Lernprozesse, und das sind überwiegend informelle Lernprozesse, sehen. Das heißt, natürlich werden hier auch Entscheidungen getroffen, aber vom einzelnen Mitarbeiter, von der einzelnen Führungskraft für die jeweiligen spezifischen Lernprozesse. Und das meinte ich vorher mit der Summe der Denk- und Handlungsweisen. Die Summe von dem, was tatsächlich in gelernt wird, am Arbeitsplatz, in der Kommunikation mit Kollegen und unter anderem auch natürlich in formellen Veranstaltungen wie Seminaren oder in E-Learning, das würde ich als die Lernkultur bezeichnen. Es ist nur so, im Bewusstsein von uns, und das erfahre ich immer in den Diskussionen in den Unternehmen auch, ist es fast so ein Reflex. Man hat irgendein Lernproblem, man ist sich einig, hier muss etwas in Richtung Lernen gemacht werden, und dann wird gar nicht lang diskutiert, sondern wir müssen ein Seminar machen. Vielleicht noch ein E-Learning-Programm, wenn man große Zahlen erreichen will, um Kosten zu sparen, aber die Frage, welche Methode man nutzt, wird in vielen Fällen gar nicht wirklich gestellt und nicht diskutiert. Aber ich denke, da ergibt sich langsam ein Wandel in den Unternehmen. Also was ich beobachte, ist, dass zum Beispiel der Ansatz des Blended Learning, der ja durchaus auch eine kulturelle Veränderung dann in Richtung Selbststeuerung von Teilen des Lernprozesses beinhaltet, dass hier Blended Learning sich schrittweise zumindest in den größeren Unternehmen durchsetzt. Und insofern sehe ich im Moment schon einen Wandel auch der Lernkultur. Mhm.